Jetzt hat der Habeck-Einflüsterer, so nenne ich ihn mal, Patrick Reichen, vor seinem Rausschmiss wegen Vetternwirtschaft auf den Einwurf, dass sehr viele Unternehmen das Land verlassen, gesagt, dann sollen sie halt gehen. Und da fragt man sich schon, ob diese Ampel aufgrund ihrer Ideale und Weltklimaziele mutwillig die Industrienation Deutschland zerstören will. Ja, bei dem einen oder anderen kann man das wirklich oder darf man das vermuten. Aber ich würde einmal sagen, selbst bei den führenden Leuten würde ich das mal nicht unterstellen. Wie ich sage, bei dem einen oder anderen würde ich das vermuten. Es ist einfach auch Unfähigkeit, die darin besteht, dass man nicht erkennt, was die Grundbedingungen, also soliden Wirtschaftsschaffens sind. Dann wüsste man eben, dass die Energiepreise eine Schlüsselgröße sind und wüsste also, dass man alles tun muss, damit wir nicht im Vergleich zu USA das Dreifache oder Vierfache bezahlen. Das kann nicht gut gehen, weil dann natürlich deutsche Betriebe abwandern, beispielsweise in die USA, was ja auch geschieht, und Investitionen werden dort vorgenommen und nicht mehr bei uns. Genau, bleiben wir in den USA. Da gibt es kurz vor der Wahl die große Diskussion, ob Joe Biden noch in der Lage ist, eine weitere Präsidentschaft durchzustehen, vor allem geistig. Ich meine, es gibt sehr viele Videos, die das anzweifeln lassen. Wie schauen Sie auf den Wahlkampf in den USA, was da gerade passiert? Ja, mit gemischten Gefühlen, denn es ist ja nicht zu übersehen, das ist auch keine Gehässigkeit, dass Herr Biden enorme Schwierigkeiten hat mit Erinnerungsvermögen oder so. Jetzt könnte man wieder Witze machen und denken und sagen, in Deutschland haben wir ja auch einen Mann an der Spitze, der Schwierigkeiten hat mit dem Erinnerungsvermögen. Da Aber haben Sie ja Herrn De Masio, der das jetzt aufklären will, der denn der Erinnerungsvermögen auf die Sprünge helfen möchte. es ist ja auch so, dass Trump natürlich auch ein problematischer Mann ist, um das einmal so zu sagen. Er ist so wirklich auch keine Lichtgestalt. Aber eigentlich könnte man ihm danken. Wow. Denn Also alleine in Venezuela ist Trump für gerade mal zwei Putschversuche verantwortlich. Das ist eine ordentliche Quote. Also das sind in dem einen Land 4 Jahren, wie George W. Bush in 8 Jahren geschafft hat. er hat durch seine Erklärung zur NATO mal wieder zwei Dinge zustande gebracht. Einmal fangen die Europäer nachzudenken, ob sie nicht eine eigene Sicherheitspolitik machen müssten, Verteidigungspolitik, und sich nicht immer nur abhängig machen von der USA. Leute wie ich, die predigen das schon Jahrzehnte, weil der simpelste politische Ansatz müsste doch der sein, zu erkennen, dass kein US-Präsident Washington oder San Francisco oder New York aufs Spiel setzen würde, wenn etwa die Russen Berlin zerstören oder Paris zerstören. Das würde kein US-Präsident tun. Er würde also die interkontinentalen Nuklearraketen nicht einsetzen. Das ist eine Diskussion, die führen wir seit Jahrzehnten. Aber offensichtlich ist es schwer, diese einfache Überlegung überhaupt einmal der Geltung zu bringen. Und dann habe ich nur noch schmunzeln müssen, als der ehemalige Befehlshaber der US-Streitkräfte in Europa, Ben Hodge, kürzlich sagte: Ja, der Trump, der musste endlich verstehen, wir sind gar nicht in Deutschland, um die Deutschen zu beschützen, sondern wegen unserer Interessen im Vorderen Orient und im Afrika. Also, sie brauchen die Militärbasen in Europa natürlich für ihre Interventionskriege überall in der Welt. Es ist ja gut, dass das ein US-General mal ausgesprochen hat. Aber der dumme deutsche Michel, soweit er eben Verteidigungspolitiker oder Außenpolitiker ist, will diese Selbstverständlichkeiten nicht begreifen. Also im Grunde sagen Sie auch, dass der NATO-Verteidigungsfall gar nicht eintreten würde, wenn die USA nichts aufs Spiel setzen möchten. Es ist eine uralte Diskussion, dass natürlich damals die beiden Supermächte USA und UdSSR, wenn es denn wirklich einmal so weit käme, den Atomkrieg auf Europa begrenzen würden. Man muss ja nur auf die Landkarte gucken, dass das Gründe hat. Und Leute wie Brandt und Genscher, weil sie vorhin schon mal angesprochen haben, haben das gesehen und alles getan, um das zu vermeiden. Auch Helmut Schmidt hat das immer gesehen und versucht, dagegen anzugehen. Aber die heutige Politikergeneration scheint das nicht mehr zu sehen. Ich habe also nur Selbstverständlichkeiten wiederholt. Und Donald Trump hat also mit seiner Drohung, er würde also dann die Europa nicht verteidigen, hat er also die Diskussion wieder etwas beflügelt. Im Übrigen warte ich noch auf den ersten europäischen Staatsmann, der dem Trump mal vorrechnet, dass eigentlich er uns Milliarden schuldet, viele Milliarden schuldet, weil wir Europäer, vor allem die Deutschen,
die Kosten für die Flüchtlinge übernehmen, die eben nach Europa kommen, weil die USA reihum überall die Länder zerstören und Bombenkriege führen. Und für diese Kosten, für diese hohen Milliardenbeträge, müssen die USA sich einmal beteiligen. Diese Rechnung müsste man den USA einmal präsentieren. Leider gibt es kein europäisches Staatsmodell, der den Mut hat, das zu tun. Aber wenn Sie sagen, man braucht eine eigene europäische Verteidigungspolitik, dann heißt das doch auch, Europa muss aufrüsten. Das heißt, diese Militärausgaben... Nein, wir brauchen friedliche Beziehungen zu Russland und dann können wir abrüsten. Also gegen wen sollen wir uns denn verteidigen? Die Arabische Liga muss morgen früh eine Invasionsarmee an die europäischen Mittelmeerküsten entsenden. Und auch Staaten, die nicht zur EU gehören, wie die Schweiz oder Liechtenstein, werden nicht morgen früh den großen Eroberungskrieg beginnen. Also das heißt, wenn wir gute Beziehungen mit Russland haben, wenn da Frieden herrscht, gibt es auch keine reale Bedrohung, gegen die wir aufrüsten müssen. Gaben, die Sie vorhin kritisiert haben, die müssten dann ja doch sein. Die müssen nicht sein, denn wir haben ja längst auch in Europa höhere Militärausgaben als Russland. Man muss sich ja nur die SIPRI-Statistiken ansehen. Aber es gibt noch einen besseren Weg, den hat Willy Brandt vorgezeigt. Die Ostenentspannungspolitik ist ja noch viel, viel billiger und viel sicherer. In der Zeit der Ostenentspannungspolitik, also in der Zeit Brandt und Gorbatschow, wurden solch wahnsinnige Diskussionen, wie sie heute geführt werden, nicht geführt und solche Ängste bestanden auch nicht, dass eines Tages eben mal versehentlich eine Atomrakete nach Deutschland fliegt. Solche Ängste bestanden damals nicht und deshalb sollte man diesen erprobten Weg wieder gehen und endlich dieses vergiftete Diskussion des Militarismus in Deutschland beenden. Ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, Herr Lafontaine, für Ihre Einschätzungen zu den Ja, das war eine gute Diskussion, würde ich sagen, um nochmal auf den einen Einwand aus dem Chat einzugehen. Ja, das BSW sollte erst regieren, wenn es, also wurde gerade im Chat geschrieben, wenn es der stärkste Koalitionspartner ist. Also anders lässt sich realistisch betrachtet kein Politikwechsel in Deutschland hinkriegen. Solange kann man als Opposition die Regierung vor sich hertreiben. Eine Zusammenarbeit mit irgendeiner der Parteien, das haben wir jetzt gut genug rausgearbeitet, ist nach aktuellem Stand völlig ausgeschlossen. Also solche kriegstreiberischen Parteien wie SPD, Grüne, FDP und CDU, die eignen sich überhaupt nicht zur Zusammenarbeit. Mit der AfD will man gerade auch nicht zusammenarbeiten, auch weil deren Wirtschaftspolitik ziemlich in die falsche Richtung geht. Und auch weil die AfD das selber ausgeschlossen hat, also das wissen viele auch noch nicht. Alice Weidel hat eine Zusammenarbeit zwischen AfD und BSW ausgeschlossen, ein Jahr bevor das BSW gegründet wurde. Also die AfD will mit dem BSW auch nicht zusammenarbeiten. Das war schon lange vor Gründung der Partei klar. Lange bevor irgendwie klar war, welche Leute sich daran beteiligen werden. Also die einzige Kandidatin, die wirklich klar war, war Sarah Wagenknecht. Beziehungsweise bevor klar war, dass es diese Partei geben würde, hat die AfD schon gesagt, nee, wir wollen keine Zusammenarbeit. Also das war von Seiten der AfD schon völlig ausgemachte Sache, dass die mit dem BSW niemals wird zusammenarbeiten wollen. Und deswegen ist eine Koalition... Wie gesagt, bei der AfD beruht es auf Gegenseitigkeit mit der AfD und mit den Grünen nach aktuellem Stand vollkommen ausgeschlossen. Das hat Wagenknecht zumindest so als Linie vorgegeben. Und eine Koalition mit allen anderen Parteien ist ja auch so gut wie ausgeschlossen, da es da halt keine inhaltlichen Übereinstimmungen gibt. Ich nehme mal an, da werden auch noch konkretere Aussagen von Sarah Wagenknecht kommen. Oskar Lafontaine, der da jetzt zwar ihr Ehemann ist, aber in der Partei keine Funktion innehat, der kann da jetzt schlecht sagen, wo es strategisch lang geht. Er kann die grundsätzlichen Linien nachzeichnen, aber die wichtigsten Entscheidungen, die werden ja nicht von ihm getroffen. Deswegen hat er in manchen Fragen vielleicht auch nicht so konkret geantwortet. Aber insgesamt war es ein gutes Interview. Ich finde es gut, dass Oskar Lafontaine bei alternativen Medien zu Gast ist. Das muss ich immer ganz deutlich sagen. Er war ja auch zuletzt bei Daniele Ganser. Das war ein sehr gutes Gespräch. Jetzt ist er hier bei Milena Preradovic. Kanal Punkt Preradovic hat auch schon fast 150.000 Klicks das Interview, das ist sehr, sehr gut. Da sollten sich andere BSW-Vertreter mal eine Scheibe dran abschneiden. Also Sevim Dadelin habe ich zuletzt auch sogar in englischsprachigen Medien gesehen. Da hat sie gesagt, dass Deutschland ein US-Vasallenstaat war. Das ist auch ein interessantes Interview gegeben. Aber sonst würde ich auch die anderen BSW-Vertreter gerne häufiger in alternativen Medien auftreten sehen.